Ja, moin Leute, ich bin's wieder mal, euer XGamer0threads2x und ich habe euch aus Let's Play GTA San Andreas Part 57 mitgebracht. Und ja, ich würde sagen, wir starten hier einfach mal voll durch. Starten die Mission. Yay, kaboom, boom. Carl, Okay. you're a fucking hero down in LS. I just spoke to my cousin. Not with my people, I ain't. Shit's still fucked up. Man, I got homies I used to run with that turn they back on me over this. Yeah, well, what are you gonna do, huh? Fucking Ryder, man. That was my homie. And I killed him. Fucking midget deserved it, eh? Little lasso tried to bang your sister, you know that? No. For real? Shit. Maybe you right then, man, but... Cheer the fuck up! You're going soft on me, man. You did something good, eh? Yes, you did. But this isn't over yet. What you mean? Well, your former friends have a factory. And the way I see it, if you take that out, you will have put them out of business for good. Yeah. CJ. Who is this? I work for Woozy. He told me to call you. Alright, what's up? I'm rigging a car with explosives so you can take out the crack factory. Drop around the garage downtown. Cool. I'll be at you in a minute. Okay. Wir holen jetzt das mit Bomben bestückte Auto ab. Und mal schauen, wo wir hinfahren müssen. Ach so, da. Gut, gehen wir mal Vollgas. Ich hab... Boah, knapp. Da haben wir die Bombengarage. Mal sehen, was wir da jetzt rausholen. Hey man, is it ready? Ach so. She's all set. Get in. She's packing enough to take out that crack lab. I've wired in a delay timer to give you time to get out. Cool. Good luck. Okay. Well, that sounds lovely. Im Crack Labor. Wo ist denn das? Ach so, da. Ja, wir parken das Auto jetzt halt mal im Crack Labor. Ist eine ziemliche Rostlaube. So. So, das war profihaft. Moment mal, ich glaube, wir holen uns vorher erstmal eine Schutzweste. Ich weiß, glaube ich, auch noch, wo eine liegt. Bin jetzt gespannt, ob das wirklich noch, oder ob das stimmt, dass ich da recht hatte. Weil von früher, ich habe halt oft sehr auf GTA gespielt. Ja, da ist sie! Yay, mein Gedächtnis ist anscheinend auch noch nicht vor den Arsch. Morons like you. Do you want culture or do you want safety? So. It's your choice. Personally, I want irrigation. Burger Shot. Let's go to the phones. Who's on the phones? Run! Come on! Pull up! So. Gleich sind wir auch da. Erledige die Wachen, okay. Ganz einfach. Hey, whoops. Some local bastard is blasting on our homeboys. Get out there and kill the fool. Or the Glory Hole theme park. There, the Glory Hole's arms theme park. I can tell you, it's violent, bloody, and authentic. On a cliff. Romantic. What a job. Why don't you jump into the unknown? How can it be a sin if it feels good? Anyway, what's faster? Why am I here? I don't know. Why are you? Where are you? Kenya? No, I'm in first class. Loathsome place I'd jump if I were you. A
So, dann fahren wir mal in das Crack-Labor rein da. Parke das Auto in der Nähe der Chemikalienbehälter. Tja, Kinder. Okay, raus aus dem Lagerhaus, bevor die bevor der Zeitzünder abgelaufen ist. 38 Sekunden nur. Egal, schaffen wir. Lad schneller. So. Eine Akimbo-Waffe hat er da in der Hand. So was aber auch. Yay. Flüchte durch das Haupttor. Sie können halt nicht zielen. So. Tja, Kumpel, das war wohl nix. Sie haben das Tor geschlossen. Fahr mit dem Auto eine Rampe hoch und spring über die Mauer. Komm schon. Oh doch, das funktioniert. Glück gehabt. Egal. Nehmen wir uns ein neues Auto. Und zwar das hier. Ist gerade so toll und stand da. So, ich will auch gar nicht so lange erst aufsehen erregen. Fahren wir einfach direkt schnell wieder zurück. Oh. Oh, wo wir schon mal hier stehen. So, ich glaube, da sollte kein Auto für uns ein Hindernis sein. Mission erfüllt, $25.000 und Respekt plus männlich. Ich würde sagen, das war's auch dann erstmal für den Part. Wir saven hier mal. So. Und ja. Müssen wir jetzt die Fahrschulde machen oder? Nee, da kommt bestimmt schon die nächste Mission. Speak on. This is a friend of yours. I've got some information relating to your brother. Come to my ranch and I'll explain. It's in Chiara Robotic, cross the Garber Bridge, head south. Who the fuck is this? I can't talk right now. Get your ass over here. Mom's always told me not to talk to strangers. And look what happened to the bitch. Now, if you want your brother to go to sleep tonight with his tongue intact, get your ass over here. Goodbye. Okay, also müssen wir wohin im nächsten Part? Lol. Wir sind tatsächlich schon in der dritten Stadt angelangt. Also in LV. Da gehen wir auch im nächsten Part hin. Freut euch drauf und ja, bis dahin. Ciao, Leute.